Hallo Leute, heute schauen wir uns an, ob man Cubic KI Mining profitabel mit einem V-Server betreiben kann. Ja, es gibt weiterhin ein sehr, sehr hohes Interesse an dem Cubic KI Mining. Das mag wohl auch daran liegen, dass das aktuell so ziemlich die einzige Möglichkeit ist, in Deutschland profitabel Mining zu betreiben und eben auch damit Geld zu verdienen. Heute in dem Video soll es darum gehen, dass wir uns einen virtuellen Server im Internet anmieten, also praktisch keine eigene Hardware haben und versuchen, möglichst wenig auszugeben und ja, mehr Geld daraus zu machen. Ja, also als Beispiel, wir geben zum Beispiel 5 Euro im Monat für so einen Server aus und machen dann daraus beispielsweise 10 Euro im Monat eben alleine durch das Mining, hätten dann einen Plus von 5 Euro gemacht. Und das schauen wir uns heute in diesem Video an, ob das überhaupt möglich ist und was dann da so in Frage kommt. Ja, was war jetzt das Ziel meiner Marktrecherche? Möglichst wenig Geld auszugeben und möglichst viel daraus zu machen, also möglichst viel Leistung für wenig Geld zu bekommen. Denn letzten Endes, selbst wenn wir jetzt einen V-Server finden würden, der 100 an Hashrate hätte, dann würden wir schon 48 Cent Profit machen, weil die Stromkosten müssen wir natürlich selbst nicht bezahlen. Ja, und das am Tag. Wenn wir das dann natürlich auf den Monat hochrechnen, hätten wir schon über 10 Dollar, die wir da im Monat verdienen würden. Und maximal so viel dürfte der dann letztendlich kosten. Das Ganze funktioniert dann natürlich nur auf Dauer, sofern die Marktumgebungen gleich bleiben. Die bleiben natürlich in der Regel fast nie gleich. Also da ändert sich was. Es könnte sein, wenn der Kurs steigt, dass wir mehr verdienen. Wenn mehr Leute jetzt Mining betreiben und der Kurs sogar vielleicht noch fällt, könnte es sogar sein, dass wir weniger verdienen. Aber jetzt in dem Video muss ich einfach mal davon ausgehen, dass die Marktumgebung ungefähr gleich bleiben. Also ich gehe weder von steigenden noch von fallenden Kursen aus, sondern einfach, ich gehe einfach von dem aus, was wir hier gerade aktuell ausrechnen. Ja, schauen wir uns mal den Anbieter an, für den ich mich hier letzten Endes entschieden habe. Und das ist 1Blue, einfach weil die ein sehr, sehr gutes Starter-Angebot haben. Da kann man eben solch einen V-Server für 1 Euro pro Monat bekommen und das für 12 Monate lang. Wir haben dazu 4 Kerne, 8 GB RAM und 120 GB Speicher. Hört sich erstmal alles gar nicht so schlecht an. Wir haben also Gesamtkosten, weil man das dann, wenn ein ganzes Jahr buchen muss, von 12 Euro in dem Jahr. Danach können wir das Ganze kündigen. Also es ist ein relativ überschaubarer Betrag. Und ich dachte, bei 4 Kernen, ja, 12 Euro im Jahr rauszubekommen, hört sich jetzt nicht so sonderlich schwierig an. Und selbst wenn wir das Ganze nicht dauerhaft das ganze Jahr über für das Mining nutzen können, haben wir ja auch noch ja relativ viel Arbeitsspeicher und generellen Speicherplatz. Also wir könnten das Ding, weil wir auch hier eine Traffic Flatrate inklusive haben, zum Beispiel zum für die Traffic-Anbieter nutzen, die ich schon auf dem Kanal vorgestellt habe. Wir könnten die 120 oder sagen wir mal 100 GB Speicher bei StoreJ vermieten, würden da auch noch mal ein paar Cent pro Monat rausholen. Also ich glaube, diesen 1 Euro zu erreichen ist nicht so schwierig und deswegen habe ich mich jetzt erstmal in diesem Video für diesen Anbieter entschieden. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Anbieter, die möglicherweise in Frage kommen, aber ich habe mich jetzt erstmal auf dieses sehr, sehr günstige Angebot beschränkt und mal geschaut, was dann dabei rauskommt, also was wir da rausholen. Übrigens könnte man solch einen V-Server auch dafür nehmen, zum Beispiel um eine Masternode zu erstellen oder auch um das Ganze für Staking zu verwenden. Da ist beispielsweise der Jumpcoin zu nennen, aber man kann das auch natürlich für jede andere Kryptowährung nutzen, die das Staking an sich unterstützt. Also deswegen denke ich, dieser 1 Euro ist relativ leicht wieder reinzuholen. Ja, aber jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Schauen wir uns mal die Performance an. Ich bin hier über Putty mit dem V-Server verbunden und da können wir jetzt die Performance sehen, also was dieser V-Server im Mining bringt mit dem richtigen Miner. Ich hatte erst einen versucht, der hatte sich gar nicht gelohnt. Ich glaube, letztlich habe ich den Broadwell Miner genommen. In der aktuellsten Variante, schaut dazu gerne nochmal meine zwei letzten Videos, dann wisst ihr, wovon ich jetzt hier genau rede, was die Mining-Software angeht. Und wir landen hier im Durchschnitt mal bei 21, mal bei etwas über 20, aber auch mal bei um die 22. Das Ganze kann man sich jetzt hier mal so durchschauen. Das sind also gerade die Logs, die ich mir anschaue.
weil ich das Ganze natürlich im Hintergrund jetzt dauerhaft weiter laufen lasse. Und er schreibt das hier permanent eben in diese Logdatei rein. Wir haben jetzt zum Beispiel auch manchmal 23, manchmal auch knapp unter 20. Aber ich denke, wir können hier mal locker mit 21 rechnen und mal schauen, ob wir damit letztendlich Plus machen. So, ich gehe jetzt hier nochmal einmal raus. Euch einmal zeigen, dass es ein Live-System ist und jetzt hier nicht irgendein Screenshot oder ähnliches. Wir können jetzt hier auch einmal reinschauen und sehen, wie so die Auslastung auf dem Server ist. Und da sehen wir auch, dass ich hier oben wirklich den Miner laufen lasse in der Broadwell-Variante mit den 4 Threads. Und das Ganze, ja, braucht kaum RAM, aber natürlich annähernd 100% der CPU-Leistung. So soll es ja auch letztlich sein, damit wir hier natürlich für diesen V-Server das Maximum rausholen. Ja, kommen wir mal zu den Berechnungen. Dazu gehen wir einmal zurück auf den Kalkulator. Wir rechnen jetzt hier wirklich mit 21 mit 0 Watt Verbrauch, ja, weil wir müssen den Strom ja nicht bezahlen. Wir haben ja dafür die Miete, die wir monatlich abdrücken, mit 0% Miner Fee und 10% Pool Fee. Das ist ja bei dem Pool, den ich so in den letzten zwei Videos gezeigt habe, der Fall. Dementsprechend können wir ganz gut damit rechnen. Und dann landen wir bei einem Profit von 10 Cent pro Tag, hätten dann in 15 Tagen eine Solution gefunden. Ich habe tatsächlich schon eine Solution gefunden. Ich zeige euch das auch gleich nochmal in einem Screenshot. Also das kriegt man auch in unter 15 Tagen hin, aber das ist ja ein Durchschnittswert. Wir wollen ja mit Durchschnittswerten rechnen und nicht mit eurem Glück oder meinem Glück sozusagen. Aber im Durchschnitt hat man eben diese 10 Cent pro Tag. Ja, und einfachste Mathematik, das Ganze nehmen wir mal 30, landen dann bei etwa 3 Dollar pro Monat. Ja, der Durchschnittsmonat hat vielleicht so um die 30 Tage. Dementsprechend passt das schon. Also wir machen hier einen Profit von 3 Dollar pro Monat, ziehen 1 Euro davon ab, landen dann vielleicht noch bei so 1,80, 1,90 Profit, die wir pro Monat machen mit diesem Server, also wirklich dann Plus. Das heißt, wir machen hier mit dem Miner, gehen wir auf jeden Fall mit einem Plus raus, sofern die Marktumgebungen natürlich gleich bleiben und sich da nichts dran ändert. Ich habe es ja am Anfang schon mal angesprochen. Ja, was ich mich dann in solchen Situationen auch immer frage, macht das der Hoster mit? Also ist es denn grundsätzlich verboten, hier so eine KI oder Mining oder Krypto-Software laufen zu lassen? Und ich habe mal in den AGBs so ein bisschen nachgeschaut. Das ist jetzt hier die AGB-Seite. Wenn ich mal nach KI schaue, dann markiert er mir in den AGBs nur ganz unten die Cookie-Einstellung. Wenn ich hier jetzt nach Mining suche, finde ich auch nichts dazu. Wenn ich nach Krypto suche, gibt es auch nichts in den AGBs dazu. Und wenn ich Krypto mit C schreibe, finde ich auch nichts dazu. Also laut den AGBs kann ich keinen Hinweis darauf finden, dass das grundsätzlich verboten wäre. Aber manchmal ist das ja so, dass diese Hoster relativ allergisch darauf reagieren, wenn man die Hardware voll ausnutzt, obwohl man ja vertraglich das eigentlich so gekauft hat mit den 4 Kernen. Ich finde, dann sollte man die auch nutzen dürfen. Aber ich wollte euch darauf hinweisen, dass es ja trotzdem möglich ist, auch wenn ich jetzt in den AGBs nichts gefunden habe, dass sich der Hoster bei euch darüber beschwert, dass sie dauernd so viel Last auf die Server bringt. Und ja, dass es vielleicht deswegen gar nicht dieses eine volle Jahr entsprechend durchlaufen könnte, je nachdem, wie dieser Hoster reagiert. Ich muss aber dazu sagen, diese KI-Berechnungen, die ja da im Hintergrund gemacht werden, das ist ja mittlerweile ja mehr oder weniger üblich, dass das grundsätzlich gemacht wird. Also ich finde eigentlich, dass nichts dagegen sprechen sollte, dass man das auch auf einem V-Server zum Beispiel laufen lässt. Aber man weiß es natürlich letztlich trotzdem nicht. Ich habe aber das Ganze auch schon mal bei einem anderen Hoster ausprobiert und bei dem war es bisher zumindest auch nicht so, dass der mich in irgendeiner Form deswegen rausgeschmissen hätte oder meinen Vertrag gekündigt hätte. Allerdings habe ich ja jetzt natürlich keine Erfahrungswerte von einem halben Jahr oder einem Jahr oder so. Das wird man dann sehen. Ich wollte euch nur auf diesen sehr, sehr wichtigen Punkt einmal in diesem Video hinweisen. Ja, jetzt habe ich euch ja noch versprochen, dass ich euch einmal zeige, dass ich mit so einer geringen Hashrate tatsächlich eine Solution bekommen habe. Und zwar in Epoche 104.
also in der von der letzten Woche. Ich hatte es auch erst noch als im Browser offen, das war auch irgendwie im Cache noch offen. Ich habe vorsichtshalber mal einen Screenshot gemacht, ich wollte es euch eigentlich im Browser zeigen, aber irgendwie hat er die Seite dann doch mal nachgeladen. Wir sind jetzt bei Epoche 105 und deswegen kann man die von 104 nicht mehr sehen, aber ich habe es hier sogar nur mit 17 letztendlich geschafft, ja. Also da habe ich gerade einen anderen V-Server ausprobiert, der sogar noch ein bisschen weniger Performance bringt. Und selbst damit habe ich es geschafft, innerhalb von 2 oder 3 Tagen einen zu finden. Aber wie gesagt, ich schiebe das gerade an der Stelle einfach mal auf Glück. Im Durchschnitt ist es halt so, wie es einem die Mathematik sagt. Und das sollte man ja letztlich auf jeden Fall wissen, dass man damit hier zumindest zum jetzigen Zeitpunkt rechnen kann. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 105. Ich habe jetzt hier gerade eine Rate von 38. Keine Ahnung, warum hier 3 steht. Ich glaube, ich habe auf einem V-Server einfach das Programm zweimal gestartet. Deswegen steht da 3. Letztlich habe ich in Epoche 105 noch gar keine Solutions, aber es sind eigentlich 2 V-Server, die gerade da drüber laufen, womit ich das eben jetzt ein bisschen länger vielleicht auch mal ausprobiere, euch dann auch berichten kann, was der Provider macht, wie die Einnahmen sich entwickeln, je nachdem, wenn ihr natürlich daran Interesse habt, dann werde ich das weiter verfolgen. Wenn ihr sagt, es interessiert euch nicht, dann mache ich es jetzt hier nur für mich selber, aber wenn ihr sagt, ihr wollt es weiterverfolgt haben, schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar. Ja, bedenkt bitte noch, dass das Angebot von 1Blue nur ein Jahr lang geht. Danach erhöhen die ihren Preis auf, ich meine, diese 5,90 Euro, die da stehen. Das heißt, ihr müsstet spätestens, ich glaube dann nach 11 Monaten oder was, ich weiß nicht genau, wie die Kündigungsfristen sind, aber spätestens dann müsstet ihr den Vertrag, meine ich, kündigen, sodass ihr dann nicht verlängert und dann 5,90 Euro pro Monat bezahlt, weil die würdet ihr ja definitiv zumindest zum Standpunkt jetzt nicht mit dem reinen KI-Mining reinbekommen, vielleicht mit den ganzen anderen Sachen zusammen, aber das müsste man nochmal extra erörtern und das wäre dann auch nochmal ein extra Video, wenn euch die ganze Sache interessiert, wie man vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf diesen Servern laufen lassen kann. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zu dem Anbieter unten in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar, falls ihr es machen wollt. Aber das Ganze ist natürlich jetzt nicht so, dass man das mega skalieren kann. Ich glaube, wenn man sich da jetzt 5-6 Accounts oder so erstellt oder 5-6 Mal das Paket bucht, ich glaube, das ist auch nur so ein Kennenlernangebot. Das machen die eh nur einmal pro Nutzer pro Jahr. Also ihr könnt es jedes Jahr, glaube ich, wieder abschließen, wenn ihr es kündigt und dann wieder abschließt. Sollte gehen, ich habe das mal irgendwo gelesen, aber ihr könnt jetzt nicht auf einen Schlag 10 von den Servern buchen. Da müsste man eher nochmal schauen, wie das jetzt bei anderen Anbietern aussieht. Wenn euch das interessiert, wenn ich nochmal mehr Anbieter für euch googeln soll, wie auch immer, ja, dann schreibt auch unbedingt mal einen Kommentar oder schickt mir vielleicht doch mal einen Hinweis darauf, wo es auch solche günstigen und guten Server gibt, die man eventuell dafür verwenden kann und wo jetzt auch nicht die AGBs sagen, man dürfte damit keine KI-Anwendung laufen lassen oder ähnliches. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool von euch. Ansonsten, falls ihr jetzt noch sagt, ihr habt überhaupt gar keinen Plan von Linux und wüsstet null, wie man das einrichten kann, dann würde ich eventuell sogar noch so ein Anleitungsvideo dazu machen, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Ganze auf dem V-Server überhaupt einrichten kann, weil ich glaube, es gibt schon einige, die es können, aber auch viele, die es vielleicht nicht können. Und wenn das Interesse groß genug ist, dann würde ich das machen. Ich sag jetzt mal, oder ich schmeiße jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum, wenn das Video jetzt innerhalb von einer Woche 1000 Aufrufe kriegt, sagen wir mal 50 Daumen nach oben, dann sehe ich auf jeden Fall, dass ihr weiterhin noch Interesse an dem Thema habt und auch noch so eine Anleitung sehen wollt. Unterstreicht das gerne auch nochmal mit so einem Kommentar mit Anleitung bitte oder ähnliches. Und ja, dann weiß ich Bescheid, ob das genügend Leute interessiert oder ob ich dann das Video, sag ich mal, nur in Anführungszeichen für 10 Leute machen würde. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu wenig angesichts des Aufwands, den ich dann letztlich betreiben müsste. Ja, was ist jetzt mein Fazit dazu? Rein theoretisch ist da ein Gewinn möglich, der natürlich nicht besonders groß ausfällt, wenn man das Ganze nur mit einem V-Server und einem Anbieter macht. Also, wenn man viel verdienen will, muss man es schon recht groß ziehen, vielleicht auch ein bisschen mehr pro Monat bezahlen. Sagen wir mal dann 10 Euro bezahlen und 20 rausholen, wäre vielleicht sogar der bessere Deal angesichts dessen, dass das auch entsprechend einen Aufwand macht. Ich wollte aber das Ganze nur einmal zeigen, dass es möglich ist,
rein theoretisch, ja, und nicht euch das gerade hier allerbeste zeigen, das wäre dann Inhalt von weiteren Videos, sofern euch das interessiert, aber ich will euch auch nicht verschweigen, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass der Anbieter euch das unterbindet und dann vielleicht die Rechnung nicht aufgeht oder der Coin in der Versenkung verschwindet oder ähnliches, ja, also es könnte auch sein, dass ihr diese 12 Euro nicht wieder reinkriegt, allerdings ist der Betrag relativ überschaubar, sage ich mal. Ihr entscheidet jetzt noch, wie es mit dem Thema weitergeht, indem ihr mir euer Feedback dalasst, eure Bewertung dalasst und das Video zahlreich schaut und ja, entsprechend vielleicht sogar mit euren Freunden, Familie, was auch immer teilt, damit es vielleicht auch mehr Aufrufe kriegt. Ja, ansonsten war es soweit mit dem Video für diesen Sonntag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir wie immer eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren da. Was ihr da so schreiben könnt, habe ich euch ja jetzt schon sehr stark im Video gesagt. Dementsprechend freue ich mich aber auch wie immer über euren Daumen nach oben. Danke an alle, die das immer so fleißig machen. Nehmt wie immer auch gerne an der Jumpcoin-Aktion teil. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne die Glocke, wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, wie es dann damit vielleicht auch weitergeht. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute, bis dahin und ciao!